Ich gucke nur immer erst durch den Sucher, Ach ja. weil auf dem Display sehe ich ja nichts. Das stimmt, ich sehe hier auch nichts. Jetzt fotografierst du nur, ne? Nee. Ach, du filmst auch nicht. Im Jahre 1870, also noch 20 Jahre vor der Abtretung Helgolands vom Vereinigten Königreich Großbritannien an das damalige Deutsche Reich, wurde der Schiffsverkehr von Wilhelmshaven zur Insel Helgoland aufgenommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Wilhelmshaven 1948 von der damaligen britischen Besatzungsmacht die Genehmigung, wieder eine Schifffahrtslinie nach Helgoland zu betreiben. Die MS Helgoland
verbindet heute planmäßig Wilhelmshaven mit der Insel Helgoland. Direkt am Helgoland-Kai findet sich auch das Aquarium Wilhelmshaven. Der Leuchtturm Arngast in Jadebusen steht an der Stelle eines versunkenen Dorfes. In diesem Rundbau befindet sich das Wilhelmshavener Aquarium. Vom Helgoland-Kai aus bietet sich ein faszinierender Blick auf den Jadebusen. Das Panther-Fischer-Dorf in Wilhelmshaven ist nicht ganz leicht zu finden. Wir haben es sozusagen von rückwärts angefahren, vorbei an dem alten Hülsenwerk für Patronen der Kaiserlichen Marine. Beim Strandbad Kleinwangerooge kann man parken, denn auf der anderen Seite des Deiches ist das Panther-Fischer-Dorf. Was ist das denn nun, das Panther-Fischer-Dorf? Nun, das Panther-Fischer-Dorf ist eine Ansammlung von mobilen Fischerhütten am Panther-Seedeich in Wilhelmshaven. Das Fischerdorf entstand 1908 nach dem Bau des neuen Panther-Seedeiches zur Süderweiterung des Kriegshafens. Einfache Großfamilien aus der Panther-Arbeitersiedlung betrieben hier die Fischerei größtenteils als Hobby, um sich ein Zubrot zu verdienen oder um den Nahrungsbedarf der oft großen Familien mit 5 bis 10 Kindern zu decken. Die am Anfang einfachen Holzhütten mit Kohleöfen,
dienten als Ausgangspunkt für den Fischfang mit kleinen Ruderbooten auf dem Jadebusen. Zudem stellte man Reusen für den Granatfang in die Briele des vorgelagerten Watts. Geschlachtet und gekocht, gebraten sowie geräuchert, wurde direkt am Anschluss nach dem Fang. Während der Deicherhöhungsarbeiten im Jahr 1982 mussten die ursprünglich fest im Deichfuß verankerten Fischerbuden aus Gründen der Deichsicherheit weichen und wurden abgerissen. Statt fester Fischerhütten wurden befestigte Stellplätze in den Deich integriert, auf denen die heutigen mobilen Fischerhütten während der Saison von April bis Oktober stehen. Mieten kann man diese Stellplätze nicht. Sie werden von Generation zu Generation in den Familien weiter vererbt. Seit den 1980er Jahren gibt es das Dorf nur noch während der Sommermonate, denn der Deichschutz hat zwischenzeitlich Vorrang. In den restlichen Monaten werden die mobilen Hütten innendeichs gezogen und in Sicherheit gebracht. Thank you.